They were brought up to believe that they were born to ordinary families, to loving and protective parents. Their parents were models of family values and took care of their every need. Many years later, often by accident, they discovered that they are the descendants of Hitler's inner circle, children of war criminals. And it changed their lives forever. Er hat doch aber den Juden nichts getan. Ja, also ein paar hat er dann schon auch mal umgelegt. Ich war wie ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Das ist bis heute eigentlich immer noch so, dass die meisten gar nicht wirklich wissen, was ihre Vorfahren damals gemacht haben. Die hatten ja gedacht, diese Generation, sie hätten Helden. Und was dann passiert, am Ende haben sie herausgefunden, sie waren Massenmörder. Also, das ist ja ein Hammer, ne? Ein Paar. Ja, habe ich zu ihr gesagt, was meinst du denn mit ein Paar? Zwei oder drei oder vier oder was? Keine Antwort. Ich fühle mich immer als Marionette meines Vaters. Er hat nach wie vor die Fäden in der Hand. Ich sehe aus wie meine Vaterfamilie total. Und hab auch so ähnliche Sachen, die die haben, ne? Du siehst ja genau wie dein Großvater aus. Ja, ich fühle mich, glaube ich, schon verantwortlich dafür, was er gemacht hat. Wenn ich mir das so recht bedenke. Aber wenn ich das deutsche Wort Jude benutze, kriege ich schon, werde ich nervös und fange an zu schwitzen, so ungefähr. Wenn du nicht aufhörst, die Juden zu erschießen, dann gehe ich. Und, er muss dann wenigstens in ihrem Beisein nicht mehr geschossen haben. Was er wieder gemacht hat, wenn er im Lager gewesen ist, das ist wieder etwas ganz anderes. Monika's father shot hundreds of prisoners himself on his daily walks through the labor camp that he commanded. Amon Goeth, the cruel commander of Plaszow, made infamous by his portrayal in the film Schindler's List, was directly responsible for the camp's horrors. He was tried for war crimes in 1946 and sentenced to death by hanging. Monika used to believe that her father was a regular soldier who died on the Russian front. Es haben auch viele Leute gesagt, dass ich meinen Vater ähnlich sehe. Und ich bin aber nicht der Amon. Ich habe auch mit dem Amon eigentlich überhaupt nichts gemeinsam. Mein Bruder und ich, wir haben beide uns entschlossen, also zu verschiedenen Zeiten diese Operationen zu machen, um mehr oder weniger bewusst haben wir das gemacht, um keine weiteren Göringster zu produzieren, ne? Ja. Bettina Göring is the grandniece of Hermann Göring, who was the central figure in the Nazi regime and commander of the Luftwaffe. Sentenced to death for war crimes at the Nuremberg trials, he committed suicide by swallowing a cyanide capsule on the eve of his execution. Ich habe mich früher mehr verantwortlich gefühlt für den Holocaust, während ich weiß, dass also ich das natürlich selber nicht gemacht habe, weil ich danach geboren bin, aber ich habe mich verantwortlich gefühlt für meine Familie, die da einen aktiven Teil drin hatte. Deswegen habe ich eigentlich nie Angst gehabt, deswegen, dass ich sowas
erben könnte, dass da in meinen Genen so etwas sein könnte, nach dem Motto, das böse Blut von Heinrich, weil dann, also ich glaube, wenn ich sowas denken würde, dann würde ich ja letztendlich die Nazis wieder bestätigen mit ihrer schwachsinnigen Überzeugung, dass alles nur vom Blut abhängt. Ich glaube nicht an so einen Scheiß. Heinrich Himmler, Catherine's great uncle, was second only to Hitler in the Third Reich and the mastermind of the Nazi death machine. He was directly responsible for ordering the deaths of millions. Heinrich Himmler committed suicide in prison in 1945, the day after his identity was revealed. Catherine Himmler married an Israeli Jew, the son of Holocaust survivors from Poland. Immer wieder Leute gefragt haben, wie geht das überhaupt? Ja? Du kommst aus der Himmler-Familie, er kommt aus einer jüdischen Überlebenden-Familie und wir hatten immer das Gefühl, ja, wo ist das Problem? Ich jedenfalls hob mich ein Mann in einem engen, dunklen Gang vor eine Gefängnistür, es war eine richtig schwere Tür, und da wurde die Klappe aufgemacht und ich sah durch und sah da eine eigentlich sehr junge Frau, für mich natürlich eine alte Frau, aber von meiner Erinnerung ein glattes Gesicht. Die saß genau gegenüber auf irgendeiner Pritsche, würde ich aber heute sagen, Pritsche weiß ich nicht mehr. Und die schaute eigentlich ganz traurig so zur Erde. Und ich fing an zu weinen, weil diese ganze Spannung war wohl zu viel für mich. Und dann sagte der Mann zu mir, du musst nicht weinen, das ist eine böse Hexe und morgen ist sie tot. Nicholas Frank was 8 years old when his father, Hans Frank, was hanged at Nuremberg for war crimes. Hans Frank was personally appointed by Hitler to be the governor of Poland, and as such, he was in charge of the Polish death camps and responsible for the death of millions. Ich kann nicht einen Vater lieben, der Öfen voller Leichen hinterlassen hat. Die Mami zu mir kommt und mir sagt, Philipp, und zwar zu mir und zu meinem Bruder und uns, also erzählt, der Opapa war ein Soldat und hat versucht, den Hitler umzubringen. Und ich habe auch das Gefühl, mich zu erinnern, dass wir natürlich keinen Schimmer davon richtig hatten, was Hitler, es war klar, das Wort Hitler bedeutete irgendwas Schlechtes. Klaus Schenk von Stauffenberg, Philipps Grandfather, was a Nazi officer and the leader of the July 20th plot to kill Adolf Hitler in 1944. A day after the failed attempt, he was shot by a firing squad. In Germany today, von Stauffenberg has come to symbolize the German resistance to Hitler. But Philipp still struggles with his family connection to the Nazi regime. Wenn ich gefragt werde, ob ich eine Verantwortung, zum Beispiel jetzt gegenüber den Juden und der Judenverfolgung, ob ich da eine Verantwortung verspüre, wenn ich nur schon die Frage höre, kriege ich einen Klotz im Bauch und zwängt mich an, runterzuziehen. Und es gibt nur zwei Wege, um zu überleben. Der eine ist, wie ein Teil meiner Geschwister, ihn zu verteidigen, also zu fliehen, nicht anzuerkennen, dass er ein übler Verbrecher war. Oder es gibt meinen Weg, den ich zusammen mit meinem Bruder Norman gegangen bin, anzuerkennen, ja, dieser, unser Vater, war ein Krimineller. After a childhood of repressed feelings and a difficulty in dealing with their family's dark history, the descendants of the Nazi top echelon delve into the past and confront the crimes of their nation. For the first time, they come face to face with victims of the Holocaust, intense, emotional, and often surprising meetings. Krempelt also seine Ärmel hoch und will abspülen, macht die Uhr ab. Und in dem Moment sehe ich diese Nummer.
starrte ich den an und sagte ganz laut: Manfred, bist du Jude? Ich kannte doch kaum Juden. Und wir haben also da zusammen geschlafen. Auf einmal fragte er mich nach meinem Nachnamen. Out of the blue. Also, und dann habe ich das gesagt. Da habe ich ja also auch noch Nachnamen Göring. Und er sagt, wow. Und dann hat er mir, und wir haben beide also angefangen, als er mir dann erzählt hat, er war im KZ, ne, als Kind. Ach nee, habe ich gesagt, in Plaschow bist du gewesen. Du kennst Plaschow? Ja, aber klar, habe ich gesagt, da war doch auch mein Vater. Kennst du meinen Vater? Nimm mir das in der Choliot. לא מתקבל לי על הדעת שאני אפגוש ביתו של גט. Der starrte mich immer nur an und schrie plötzlich, du meinst wohl den Gett? כשגט ירה באנשים, הוא לא ירה תכף כדי להרוג. הוא היה יורה ברגל, ביד, פה. רק אחרי 4, 5, 6 כדורים היה יורה או בראש או בלב. זה היה גט. ודאי שרית פלצלי, דיזה מרדה, דיזה שווין. הלכה אישה. החזיקה תינוקת ביד. וגט ניגש אליה, זה היה ברחוב יוזפינסקה בגט. הוא ניגש אליה והתחיל לסובב את הראש שלה ואחר כך את הראש של התינוק. לכאן, קצת יותר למעלה, קצת לפה. כי הוא רצה עם כדור אחת להרוג את שניהם. Der Amon hatte, konnte selber entscheiden. Er konnte helfen und er konnte nicht helfen. Aber ich glaube, dass Amon ein Sadist gewesen ist, der auch Freude am Töten hatte. והייתי עם אבא שלה 18 חודש. 18 חודש של רצח בלתי פוסק, אכזרי ביותר, עם חיוך וצחוק על הפנים, אם זה נשים, אם זה ילדים, והיא התחילה לבכות. Der Jan hat damals zu mir gesagt, weißt du, Monika, er war ein Nazi, und die Nazis waren so. Und wenn er nicht so gewesen wäre, wie er gewesen ist, dann wäre er nicht Kommandant von einem Lager gewesen. Ulai ze shama muzar. Bishvili ze lo muzar. Ani lo sone et ha germanim. Lo. Ani lo salachti ve lo islach. Lo shachachti ve lo ishkach. Aber ani lo sone. אם אני אשנא, אני לא אהיה יותר טוב מהם. Hitler's children will bring together for the first time the second and third generation descendants of the perpetrators and the victims of the Holocaust. Ja, ich denke, durch Begegnung von diesen zwei Seiten, dass da sehr viel geholfen, die einander sehr viel helfen konnten. Weil sie sind beide im Grunde Opfer von der ganzen Geschichte, ne? Both sides, Germans and Israelis, will meet on a special journey to Israel and will confront their common past. Both sides will deal with their parents' legacies, but most of all, will ask to move forward.